Alternative Antriebswege in eine emissionsfreie, klimaneutrale Zukunft. Das wird hier in Warnemünde möglich gemacht. Einweihung am 8. Mai 2024. Das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik forscht künftig auf dem früheren Gelände des Motorenherstellers Caterpillar. Schwerpunkt ist die Umrüstung von Schiffsmotoren, so dass sie mit alternativen Kraftstoffen laufen können. Genau, im Anwendungszentrum Wasserstoff widmen wir uns sozusagen der Transformation oder der Überführung von Wasserstofftechnologien in die Praxis, in die industrielle Praxis, mit dem Fokus auf die maritime Industrie. Wir werden hier also Motorenprüfstände, aber auch Energiewandlerprüfstände, also auch Brennstoffzellen, ein potenzielles Entwicklungsfeld, untersuchen, um die Flotte grün zu machen. Das heißt, alternative Kraftstoffe, die vorrangig wasserstoffbasiert sein werden, also Methanol, Ammoniak oder Wasserstoff selbst, und das eben in der Kolbenmaschine oder aber in der Brennstoffzelle. Im vergangenen Jahr hatte die Neptunwerft das Gelände gekauft. Das Fraunhofer-Institut hat passenderweise auch schon gemeinsame Projekte mit der Neptunwerft. Es geht um die Umrüstung von Bestandstanks auf Schiffen, die bisher für Schweröl und Diesel vorgesehen waren. Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit übergab am Tag der Einweihung einen Fördermittelbescheid über knapp 10 Millionen Euro. Wasserstoff ist der Stoff der Zukunft, vor allen Dingen für die Antriebswende, für viele Nutzungen. Und das geht vom Bus im ÖPNV bis zum Antrieb von Schiffen. Und diese Forschungskompetenz bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock zu haben, ist natürlich eminent wichtig, weil wir wollen nicht nur Wasserstoff produzieren, wir wollen auch Wertschöpfung. Und dazu gehört natürlich eine solche Forschungseinrichtung. Die aus der praxisorientierten Forschung hervorgehenden Funktionsmuster sollen später in Verbundprojekten mit regionalen Unternehmen zu Prototypen weiterentwickelt werden. Hier in der Halle konnte das Fraunhofer-Institut zwei intakte Prüfstände übernehmen. Ein Alleinstellungsmerkmal. Auch für die Universität Rostock ist der Forschungsstandort eine Bereicherung. Rektorin Elisabeth Brommer spricht in ihrer Rede gar von der Rettung der Welt. Also das Besondere ist ja hier, dass wieder unser Grundgedanke der interdisziplinären Forschung zusammenkommt, um eben die Frage der Zukunft der Antriebe hier jetzt ganz praktisch von Schiffsmotoren, wie wir die umstellen, also schmutzigen Diesel auf sauberen Wasserstoff, müssen eben nicht nur Motorenentwickler zusammenarbeiten, sondern wir brauchen Chemikerinnen, wir brauchen wir brauchen Menschen, die sich mit Wasserstoff auskennen. Und da kommen eben die verschiedensten, also auch mit großen Anlagen, und hier kommen die verschiedensten Wissenschaftler und Forscherinnen zusammen, arbeiten interdisziplinär und beantworten die Fragen der Zukunft nach sauberer Mobilität. Denn auch in der Hansestadt Rostock sollen die klimapolitischen Ziele erreicht werden. Laut Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sollte Klimawandel dreierlei sein: innovativ, nachhaltig und wirtschaftlich vernünftig. Ja, also natürlich ist das jetzt erstmal ein weiterer Meilenstein, auch für den Forschungsstandort Rostock. Das macht mich als Oberbürgermeisterin natürlich sehr stolz. Nun muss man sagen, dass das Fraunhofer IGP ja sowieso schon fest verankert ist und Rostock hier eine ganz große Arbeit leistet. Auch die Vernetzung mit anderen Instituten, mit der Universität und mit der Industrie läuft ganz fantastisch. Und dass wir jetzt hier mit dem Anwendungszentrum Wasserstoff, gerade auch mit Blick auf die Schifffahrtsindustrie, nochmal den alternativen Kraftstoffen näher kommen, ist ja nicht nur gut für die Schifffahrtsindustrie, sondern am Ende ja auch gut fürs Klima. Das heißt, hier wird echte Forschungsarbeit geleistet, Zukunftsarbeit geleistet. Und auch wenn es ein bisschen auch wehtut, denn hier am Standort mit Caterpillar haben wir natürlich auch einen großen Verlust erlitten als Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Aber nun werden die Hallen mit Zukunftstechnologien gefüllt und das ist ja auch gut so. Das Anwendungszentrum Wasserstoff ist Teil des Gesamtvorhabens Forschungsfabrik Wasserstoff, in dem Konzepte und Lösungen für die emissionsarme und emissionsfreie Schifffahrt entwickelt werden soll. Eine Herausforderung bleibt: eine Umrüstung muss am Ende wirtschaftlich sein, um in der Großindustrialisierung auch Anwendung zu finden.